Liebe Anwesende, ich freue mich riesig, dass ich mal wieder in dieser schönen Schule sein darf. Es ist tatsächlich lange her, aber diese Schulgalerie ist so etwas Außergewöhnliches, dass man hier nur ein langes, langes Leben wünschen kann, vor allem, weil die ganze Schule dabei hinzieht. Also das ist ja wirklich eine Galerie, die aus dem Kunstleben der Stadt Mannheim überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Und wir sollten alles tun, damit diese Galerie noch die nächsten 20 Jahre lebt. Ein Stuhl, Sitzfläche, Lehne, vier Beine, alles, was ein Stuhl braucht. Etwas unbequem sieht er aus. Die Lehne im rechten Winkel von der Sitzfläche abgehen, die Beine bleistiftdürr. Man hätte Angst, sich darauf niederzulassen. Hinsetzen wollen wir uns aber gar nicht. Vielleicht stehen wir zur Abwechslung lieber, dennoch klingt uns im Ohr Sätzen 6, wenn wir statt den Schulstoff zu lernen, lieber mit den Freunden auf der Gasse gespielt haben. Aber auch das interessiert uns jetzt nicht, denn es ist große Pause, zu der die Holzschneiderin, Malerin und Fotografin Martina Geist das Pausenglöcklein hat erklingen lassen. Was gibt es da also zu sehen? Erst einmal Farbräume, angedeutet und konturiert durch das stehen gebliebene Weiß des Schnittes, erfüllt mit einer transparenten Farbigkeit, vielleicht mehr eine Vorstellung von Räumen, die jedoch weitgehend unbestimmt bleiben. Man kann diese Räumlichkeiten mehr instinktiv erfassen als konkret benennen. Fassbar werden die Räume dann durch die Dinge, die sich in ihnen befinden, wie zum Beispiel den Stuhl. Ein dreidimensionales Objekt mit Länge, Breite, Höhe, das haben wir im Geometrieunterricht gelernt, der im Raum verortet wird und damit eine Räumlichkeit bestimmt, die nur eine virtuelle ist, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Die im Gegensatz dazu benennbaren Objekte wie Löffel, Becher, Schalen und so weiter gehorchen nämlich eigenen Gesetzen, die sich mit unseren Seherfahrungen in der wirklichen Welt möglicherweise nicht decken. Mehrere Ansichten des einen und selben Objektes finden wir da, übereinandergelegt wie in einer Art Doppelbelichtung, zusammen mit Linien, die sich räumlich nicht wirklich zuordnen lassen oder eben eine eigene Zuordnung suchen. Martina Geist arbeitet an der wichtigen Schnittstelle zwischen dem konkret Benennbaren und einer freien räumlichen Form, die nur innerhalb des Bildes Sinn macht. Ihre grandiosen Holzschnitte, die jeweils nur als Einzelstücke existieren und damit dem ursprünglichen Gedanken der Vervielfältigung Wohn sprechen, sind Meisterwerke einer Kunst, die lange Zeit ein Schattendasein neben der Malerei geführt hat und die doch eine lange und illustre Tradition aufzuweisen hat. Als nicht vervielfältigte Unikate stehen die Drucke gleichberechtigt neben der Malerei und ihre wunderbare Klarheit und exquisite farbige Fassung verleihen ihnen eine beinahe meditative Qualität, die jedoch beileibe nicht spannungslos ist. Der Holzschnitt ist immer eine Sache von Bedächtigkeit. Jede Linie wird mühevoll ins Holz gegraben, erfordert Kraft und Zeit, die ein Pinselstrich nicht benötigt. Die Farbigkeit der Flächen ist bestimmt vom Abrieb des Druckens, beinhaltet Zufälligkeiten und eine Transparenz der Farbe, die den Raum öffnet. Martina Geist schafft in diesen Schnitten ganz eigene Räume, die den Blick stärker auf den Gegenstand fokussieren, ihn mit den Blicken umkreisen und zu definieren versuchen. Sie nähert sich den Gegenständen wie jemand, der diesen vielleicht zum ersten Mal sieht und zu ergründen versucht, wie dieses Ding wohl funktioniert und welchem Zweck es wohl dient. Dazu genügt ein Umriss oder die Überlagerung von Umrissen, um dem Gegenstand eine Dimension im Raum zu ermöglichen. Wie in einer Computersimulation drehen sich die Objekte im Raum, gehen eine Verbindung mit ihm ein und bilden so neue Zusammenhänge aus. Die Fotografien, vor etwa 20 Jahren entstanden, geben etwas Aufschluss über die Art des Sehens, wie Martina Geist ihre Arbeiten eben sieht. Rote Frühstücksstillleben, Raumeindrücke mit angeschnittenen Raumlinien und ungewohnte Perspektiven, die sich auf die ihnen innewohnende Form verdichten. Das Schwarz-Weiß der Fotoarbeiten nimmt zu den monochromen Flächen in den Drucken eine Haltung wie ein Negativ zum belichteten Farbfilm ein.
Spiegelverkehrt, wie es Druckplatten nun mal so an sich haben, präsentieren sich die Holzstöcke, verhalten sich zu den Drucken wie Zwillinge mit kleinen Abweichungen. In Lewis Carrolls Alice hinter den Spiegeln ist die Welt aus den Fugen geraten. Alles ist anders als gewohnt und kausale Zusammenhänge verlieren ihren Sinn. Alice muss sich den Sinn hinter all dem selbst suchen. Als Betrachter von Martina Geists Arbeiten erschließen sich immer von neuem Räume und Objekte, die bekannt und zugleich unbekannt sind, unser Sehen neu formatieren und damit neue, ungeahnte Möglichkeiten eröffnen, die die Welt, die uns umgibt, neu zu entdecken. Wenn wir uns darauf einlassen, erobern wir einen gänzlich neuen Kosmos, lassen die Schulstunde hinter uns und genießen Sie die große Pause mit uns. Danke.